Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Häuservideo auf unserem Kanal. Schön, dass Sie auch heute dabei sind. Meistens zeigen wir auf diesem Kanal schöne Einfamilienhäuser aus Ungarn. Diesmal darf ich Sie aber zu der Besichtigung einer Neubauwohnung in der Stadt Zollaegerszeg im Komitat Zollo einladen. Es ist eine Neubauwohnung mit fast 150 Quadratmetern auf zwei Ebenen. Also es ist eine wunderschöne Wohnung, die man sicherlich auch gerne in Deutschland oder in anderen sehr gut situierten Ländern in Europa kaufen würde, weil die Wohnung einfach schön und gut und brandneu ist. Diese Wohnung werden wir uns also heute anschauen. Hier so circa 40 Kilometer von dem Balaton entfernt, in einer Stadt, in der man alles findet. Also kommen Sie bitte mit mir, schauen wir uns doch gemeinsam diese wunderschöne Wohnung an. Hier in dieser Straße und hier in diesem Haus befindet sich die Wohnung im Zentrum von Zollaegerszeg, die ich Ihnen in den nächsten Minuten vorstellen möchte. Und wir stehen schon hier im Eingang dieses Mehrfamilienhauses, in dem ich Ihnen heute eine Wohnung vorstellen möchte. Wir sind jetzt hier in einem Vorraum auf der rechten Seite mit den Briefkästen. Und wenn ich einige Schritte weitergehe, dann kommen wir in einen weiteren Vorraum, in einen Flur. Hier auf der rechten Seite finden wir zwei Türen. Hier kann man eigentlich Müll ablegen, also die Müllsäcke reinstellen und auch ein Fahrrad, wenn man ein Fahrrad hat. Man kann natürlich auch zu Fuß nach oben, denn hier auf der linken Seite haben wir auch ein Treppenhaus. Aber wir fahren doch lieber mit dem Fahrstuhl nach oben. Das wird auch ganz gut klappen, denke ich. Ich bin auch schon drin und drücke auf den Knopf 3, damit wir vom Fahrstuhl nach oben gebracht werden. Das dauert natürlich nur wenige Sekunden, bis wir oben angekommen sind. Also es ist ganz bequem und genauso kann man mit dem Fahrstuhl nach oben fahren, wenn man in der Tiefgarage mit dem Auto angekommen ist. Also man muss keine Treppen steigen. Wir sind auch schon oben und sind in diesem Flur angekommen. Und da müssen wir eigentlich aus dem Treppenhaus, in dem wir uns befinden, hier rechts weitergehen. Denn genau hier werden wir die Wohnung finden, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Sie haben ja gesehen, das Licht geht automatisch an, wenn man den Flur betritt. Am Ende des Flurs gibt es eine andere Wohnung und hier auf der linken Seite, dort sind wir ja reingekommen. Hier geht es noch weiter zu drei anderen Wohnungen, aber es ist ein schöner, neuer, sehr gepflegter Raum. Und damit gehen wir auch rein in die Wohnung Nummer 35. Und wie ich das schon erwähnt habe, ist es eine Wohnung mit zwei Etagen. Jetzt sind wir natürlich in der unteren Etage im dritten Stock. Hier auf der linken Seite befindet sich gleich der Raum, die Ecke, wo man sich eine Küche ausbauen kann. Und hier kann man auch raus auf die erste Terrasse, auf die Terrasse auf dieser Ebene. Die zeige ich Ihnen auch gleich, damit Sie einen Eindruck haben. Hier hat man auch die Klimaanlage und diese Aussicht hat man von hier oben, wenn man auf dieser unteren Terrasse ist. Aber wir werden natürlich auch nach oben gehen und dort haben wir noch einen viel größeren, ja, Balkon müsste ich eigentlich sagen. Wir gehen jetzt aber zurück in die Wohnung selbst. Ich schließe hinter mir auch die Tür und Sie werden gleich verstehen, warum ich als ersten Raum diese künftige Küchenecke ausgewählt habe mit einem Heizkörper. Hier wird also auch geheizt. Es gibt eine zentrale Heizung im ganzen Mehrfamilienhaus mit privaten Messungen. Also die verbrauchte Menge, Heizmenge wird hier auch gemessen und dementsprechend auch bezahlt. Also, wenn wir hier losmarschieren aus dieser Küchenecke, dann kommen wir in diesen Vorraum. Dort ist ja die Eingangstür. Hier geht die Treppe nach oben und hier haben wir einen kleinen Haushaltsraum, einen sehr, sehr wichtigen Raum. Was man hier alles reinstellen kann, das können Sie sich sowieso vorstellen. Ich muss hier nicht wieder über einen Wischeimer oder über einen Staubsauger sprechen. Was haben wir noch hier?
Uns gegenüber befinden sich zwei Zimmer, die man als Schlafzimmer benutzen kann. Aber davor zeige ich Ihnen noch, dass hier auf der rechten Seite ein Bad ist. Natürlich mit einem WC und mit einem Waschbecken und mit einer Duschkabine. Es ist eine schöne, große, moderne Duschkabine. Hier kann man sich also in allen Jahreszeiten sehr schön duschen. Mir gefallen diese gläsernen Duschkabinen sowieso. Und man hat hier auch ein großes Fenster. Ganz kurz gucken wir auch raus. Wir sehen genau das, was wir vom Balkon aus gesehen haben. Auch hier ein Heizkörper. Also frieren muss man nicht, wenn man hier duscht. Und wie gesagt, alles andere sehen Sie ja jetzt auf diesem Bild. Es ist jetzt kein großes Bad, aber ein sehr anspruchsvoll gemachtes Bad. Das muss man schon sagen. Es ist eine sehr, sehr moderne Wohnung. Es ist ja auch eine riesengroße Wohnung, genauso groß wie ein stattliches Einfamilienhaus. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, hier neben dem Bad befinden sich auch zwei Zimmer, die man als Schlafzimmer benutzen kann. Ich gehe jetzt zunächst in dieses Zimmer rein. Es ist kein rechteckiges Zimmer, wie Sie das sehen können, aber wir haben hier drei große Fenster. Ich glaube, ich musste hier nicht unbedingt reingehen. Man sieht ja die Form auch so. Es ist dort vorne so ein bisschen halbrund, würde ich sagen, wenn auch nicht ganz. Aber es ist ein wirklich schönes Zimmer und die Form gefällt mir auch ganz gut. Und hier auf der anderen Seite haben wir ein weiteres Zimmer. Das ist schon eher ein Zimmer mit vier Ecken und mit drei Ecken, also ohne runde Seiten. So sieht also dieses Zimmer hier aus. Ich könnte mir das ganz gut als Arbeitszimmer vorstellen. Das war also die untere Etage mit den zwei Zimmern hier nebeneinander. Hier ein Zimmer, das Bad, Küchenecke, Haushaltsraum und der Balkon hier auf der linken Seite. Und jetzt geht es für uns nach oben auf diese Treppe. Die Treppe ist sehr gut und bequem zu begehen. Also ich glaube, in jedem Alter schafft man das ganz locker. Und hier oben haben wir dann auch noch sehr, sehr großzügige Räume. Ich fange hier am besten auch in dieser Ecke an. Denn hier haben wir auch eine kleine Ecke, die kann man eigentlich nach der eigenen Fantasie nutzen. Das überlasse ich Ihnen, aber auf jeden Fall ist hier ein kleiner Raum und von hier aus können wir diese Wohnung recht gut überblicken und besichtigen. Hier war also auf der linken Seite die Treppe, hier wir sind nach oben gekommen. Und hier auf der rechten Seite haben wir einen mehr als großzügigen Balkon mit vielen Türen und Fenstern und mit viel Licht. Diesen Raum hier würde ich eigentlich, und das ist es ja auch, als Wohnzimmer bezeichnen. Ich schwenke jetzt ganz langsam die Kamera, damit Sie das sehen können. Also ein wirklich großer Raum auf jeden Fall. Und dort uns gegenüber finden wir alle Vorbereitungen für eine Küche. Hier auf der rechten Seite geht es auch noch etwas weiter zu einem weiteren Dachfenster. Ich stelle mich auch in diese Ecke jetzt, damit wir diesen großen Raum, den zentralen Raum der Wohnung auch von hier aus sehen können. Also es ist wirklich großzügig und recht hell. Ich musste die Belichtung bei der Kamera auch ein bisschen zurücknehmen, sonst wäre alles nur ein weißer Fleck geworden. So viel Licht gibt es hier durch die Fenster und durch diese riesigen Türen hier auf der linken Seite. Also da könnte man ein Esszimmer oder eine Essecke einrichten, hier wo ich stehe, ein Wohnzimmer. Und hier hat auch dann noch die Küche reichlich Platz für eine wirklich großzügige Küche, kann hier sehr leicht gesorgt werden. Wenn wir hier weitergehen, der Raum ist ja klimatisiert, Sie sehen das hier und Raumtemperatur und alles kann man hier mit diesem Gerät einstellen. Aber das sind jetzt nur technische Details. Hier kommen wir dann in einen weiteren Vorraum mit vier Türen. Auf dieser Ebene haben wir nämlich drei Schlafzimmer.
1, 2 und hier links. Also es ist eine große Wohnung mit 5 Schlafzimmern und 2 Bädern. Denn hier oben haben wir ein weiteres Bad, auch hier mit einer Duschkabine und natürlich auch mit einer Badewanne, mit einem WC und mit einem Handwaschbecken. Aber zuerst möchte ich Ihnen dann doch noch mal hier die Dusche zeigen, aus dieser Richtung. Alles sehr schön gemacht, eine schöne Klapptür. Haben wir hier auch gläsern und durchsichtig und dahinter auch die Badewanne. Eine ziemlich lange Badewanne, also hier können auch größere Personen ganz, ganz bequem in der Wanne sitzen. Nebenan das WC, Heizkörper und ein großes Fenster. Und hier auf der anderen Seite haben wir dann das Handwaschbecken. Alles sehr, sehr wertvoll und qualitativ gemacht. Also das Bad und die ganze Wohnung könnte man so, wie siehst, eigentlich in ganz Europa so verkaufen, wie sie aufgebaut wurde. Und hier gibt es dann die 3 Zimmer. Ich gucke mal in dieses Zimmer rein, hier gleich rechts. Alles sehen Sie auf dem Bild. Ein großes Dachfenster haben wir hier. Steckdosen oben und unten, einen Heizkörper. Also es ist schön gemacht. Und hier nebenan haben wir ein ähnliches Zimmer, da gehe ich auch ein bisschen rein. Da kann man auch ein großes Bett reinstellen, ein Doppelbett, ein französisches Bett. Und man kann hier dann sehr, sehr ruhig übernachten. Von der Straße hört man hier in der ganzen Wohnung eigentlich überhaupt nichts. Und hier ist das dritte Schlafzimmer auf dieser Ebene. Die genaue Quadratmeterzahl sehen Sie hoffentlich hier oben auf dem Bild. Also, was wir hier gesehen haben, ist eine schöne, neue, große Wohnung im Stadtzentrum von Soleggerszeg. Von hier aus ist alles fußläufig zu erreichen. Hier brauchen Sie eigentlich kein Auto, wenn Sie einkaufen möchten, wenn Sie ein Restaurant besuchen möchten, wenn Sie in die Bank möchten, wenn Sie ins Krankenhaus möchten. Man könnte alles aufzählen, was man so braucht und was man so hat in einer Stadt. Eine Pflicht habe ich noch. Hier ist ja die Küche, besser gesagt die Vorbereitungen für die künftige Küche. Und was ich Ihnen noch zeigen muss, das ist hier ein Raum, der im Moment ebenfalls als Haushaltsraum benutzt werden kann. Aber man kann natürlich hier auch jemanden einsperren, den man nicht mag. Aber das nur zum Spaß, das habe ich natürlich nicht ernst gemeint. Ja, nur kein Blick auf diese großen Räume hier oben. Also es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und damit gehe ich mit Ihnen auch raus auf die Terrasse. Ich hoffe, dass ich jetzt die richtige Klinke erwischen werde. Aber das wird ganz gewiss so sein. Und mit diesem Schritt sind wir auch schon auf der Terrasse hier draußen. Also es ist in einer Großstadt ein schöner, intimer Bereich. Auch wenn jetzt der Wind etwas lebendig ist, ich hoffe, dass Sie mich hören können. Auf der rechten Seite hat man eigentlich keinen Nachbarn, da hat niemand eine Terrasse. Man sieht von hier aus nur die Dächer der benachbarten Häuser. Und wenn ich mich wende, dann sehen Sie, dass das eine echt große Terrasse ist. Also da haben auch 20 Leute Platz, wenn es darauf ankommt. Hier haben wir auch so einen Außenteil von der Klimaanlage. Also das ist wirklich sehr schön, ein Unikum. Sowas hat man in einer Großstadt nur ganz selten, wie jetzt hier bei dieser Wohnung in Soleggerszeg. Also das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Das sehen Sie sicherlich auch jetzt auf diesen Aufnahmen. Schön gefliest ist die Terrasse auch. Also da kann man wirklich nichts sagen. Ich glaube, ein jeder von uns würde gerne so eine schöne Terrasse und so eine schöne Wohnung haben. Und ich denke, wir werfen noch einen Blick auf die Wohnung aus dieser Richtung. Also wirklich alles sehr schön und sehr modern. Und mit dieser Aussicht auf die Stadt Soleggerszeg werden wir dann dieses Video auch beenden.
Soweit also unser Video über diese doch sehr schöne Wohnung in der Stadt Sollergasse. Und ich kann an dieser Stelle nur hoffen, dass Ihnen dieses Video und natürlich auch die Wohnung genauso gut gefallen haben wie mir auch. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Wohnung. Und Sie wissen, wenn Sie diese Wohnung gerne persönlich besichtigen würden, dann können wir auch kurzfristig einen Termin vereinbaren. Ein kurzer Anruf oder eine kurze E-Mail reicht und schon können wir den Termin festlegen. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass Sie auch heute dabei waren und ich hoffe, dass Sie uns auch das nächste Mal die Treue halten werden, wenn wir ein neues Haus auf diesem Kanal aus Ungarn zeigen. Von mir also für heute vielen Dank und bis zum nächsten Mal.